Du schreibst gerade eine wissenschaftliche Arbeit in einem technischen Fach? Mit Sicherheit sind Formeln drin. Aber wie werden in Formeln die Zeichen gesetzt? Geradestehend oder kursiv? DIN 1338 zeigt dir, wie es geht. Ziffern werden in Formeln geradestehend gesetzt. Als Dezimalzahl, in Exponentialschreibweise, als Bruch mit schrägem Bruchstrich, als Faktor, in Indizes oder auch in Wortangaben. Eine Ausnahme gibt es, wenn Ziffern Bildeinzelheiten bezeichnen. Dann werden sie kursiv gesetzt. Diese Schnittzeichnung zeigt den Aufbau einer Passfederverbindung bestehend aus 1 Welle, 2 Narbe, 3 Passfeder. Formelzeichen für physikalische Größen werden generell kursiv gesetzt. So auch die Formelzeichen für das Moment, die Masse, die elektrische Kapazität, die Kraft und die magnetische Permeabilität. Auch Naturkonstanten wie die Lichtgeschwindigkeit, die allgemeine Gaskonstante und die Normfallbeschleunigung werden genauso wie Formelzeichen kursiv gesetzt. Mathematische Konstanten werden dagegen in geradestehender Schrift gesetzt, so auch die Ludolfsche Kreiszahl, die Eulersche Zahl und die Descartesche imaginäre Einheit. Um die Zeichen der Einheiten von den Formelzeichen abzuheben, werden die Einheiten geradestehend gesetzt. Bekannte Einheiten sind der Meter M, nicht zu verwechseln mit dem Formelzeichen der Masse M, das Coulomb C, nicht zu verwechseln mit der elektrischen Kapazität C und die nach Michael Faraday benannte Einheit der elektrischen Kapazität Farad F, nicht zu verwechseln mit der Kraft F. Auch die Vorsätze der Einheiten, also Mikromillizenti, Dezideka, Hekto, Kilomega und so weiter, werden geradestehend gesetzt. So auch in Millimeter, Mikrofarad und Kilonewton. Gleiche Logik, damit sie sich von den Formelzeichen abheben, werden auch mathematische Operatoren geradestehend gesetzt. Darunter fallen die Differentialoperatoren d nach dx, die partielle Ableitung, die Operatoren Gradient, Divergenz und Rotation sowie das Nabla-Symbol. Genauso stehen das Leibnizsche Integralzeichen, das Summenzeichen und das Produktzeichen sowie das dem Funktionsargument nachgestellte Gramsche Zeichen für Fakultät aufrecht. Ebenso stehen sämtliche Winkelfunktionen senkrecht, wie die elementaren trigonometrischen Funktionen Sinus, Cosinus, Tangens sowie deren Kehrwerte Cosekans, Sekans, Kotangens. Genauso wie die mathematischen Hyperbelfunktionen Sinus Hyperbolicus und Cosinus Hyperbolicus sowie deren Quotient Tangens Hyperbolicus und dessen Kehrwert Cotangens Hyperbolicus. Ganz zu schweigen von den Aria-Funktionen Aria Sinus Hyperbolicus und Aria Cosinus Hyperbolicus. Aufrecht stehen auch Real- und Imaginäranteil, sämtliche Logarithmen, egal ob dekadisch, natürlich oder binär. Abschließend brauchst du dir nur noch zu merken, dass Symbole für Chemie und Atomphysik geradestehend gesetzt werden. Also auch die Zeichen für Eisen, Schwefelsäure. Erst die Säure, dann die Lauge. Das reimt sich auf Lauge. Das Elektron oder das Proton. Jetzt weißt du über den Schriftsatz in Formeln Bescheid. Zum Üben kannst du einmal einen alten Bericht von dir oder ein Skript von deinen Lehrbeauftragten rausholen und auf Richtigkeit überprüfen. Viel Spaß dabei!